willkommen in der Zukunft. Ob wir schon weg vom öden iPhone 6 Design und willkommen in der Zukunft sind und vor allem, ob sich 1300 Euro für Apples neues Flagship-Smartphone lohnen. Ich sehe es im Video, also viel Spaß. Müssen wir erstmal eine Frage klären, und zwar, wie nennt ihr das neue iPhone? iPhone X, iPhone 10, iPhone 10? Ich glaube, ich mache hier oben einfach mal eine kleine Umfrage, wo ihr das abstimmen könnt, denn ich bin selber auch gespannt, wie ihr das neue iPhone nennt. Ich persönlich nenne es iPhone X und werde es auch das ganze Video so nennen. Schluss mit der Namenssuche und schauen wir uns mal das Design an, denn das ist nicht nur wie beim iPhone 6 bzw. iPhone 7 und iPhone 8, die ja alle drei das gleiche Design haben. Beim iPhone 6 fand ich es noch schön, beim iPhone 7 akzeptabel und beim iPhone 8 dachte ich mir, Leute, nicht schon wieder. Aber Gott sei Dank ist das iPhone X gekommen und nicht nur mit dem neuen 5,8 Zoll Display, was bis auf die Notch, die oben ist, eigentlich echt geil ist, hat es auch noch eine Glasrückseite, die Wireless Charging unterstützt. Das heißt quasi, dass ihr entweder mit dem 179 Euro teuren Apple AirPower Wireless Charging Pad euer iPhone aufladen könnt oder ganz einfach auf normale QI-Systeme setzen könnt und euer iPhone einfach drahtlosen laden könnt. Was auch weggefallen ist, ist der Home-Button, und das wurde durch verschiedene Software-Features, zum Beispiel den Swipe to Unlock oder auch durch den Siri-Tab-Button bzw. eben lange auf den Ausschalt-Button ersetzt. Und arbeitet so eigentlich ganz gut. Ich habe mir eigentlich ein Leben ohne Homebutton bzw. ohne Touch-ID nicht vorstellen können. Aber anscheinend geht es. Ich habe das iPhone jetzt schon ein paar Tage im Test und muss wirklich sagen, man gewöhnt sich dran. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück auf mein iPhone SE will, aber man gewöhnt sich dran, dass man keinen Homebutton hat, dass man nichts unten zum Drücken hat. Es war ja quasi beim iPhone 8 bzw. iPhone 7 so eine kleine Vorstufe, dass man nicht mehr reindrücken konnte, sondern quasi nur noch haptisches Feedback bekommen hat. Und beim iPhone X ist er eben jetzt komplett weg. Stört aber nicht weiter, da er, wie gesagt, dieses Swipe to Unlock bzw. eben unten dieses kleine Fenster habt, das ihr hochziehen könnt und dann in die verschiedenen Menüs reinziehen könnt. Was auch neu ist, das Kontrollzentrum zieht ihr jetzt oben von der Ecke runter und müsst es nicht mehr von unten hochziehen bzw. könnt ihr es nicht mehr von oben hochziehen. Ist alles eine Umgewöhnung, aber es funktioniert und das unwahrscheinlich gut. Wenn wir das Gerät jetzt aber mal von vorne betrachten, fällt uns eines auf, und zwar das neue Feature des iPhone X. Das 5,8 Zoll große Display. Designtechnisch ist es wirklich sehr, sehr nice. Das hat kaum Display-Ränder und arbeitet sich wirklich gut ins Gehäuse ein. Ist auch eigentlich so ein bisschen ein Übergang vom Gehäuse aufs Display, ist eigentlich nicht da. Also es sieht sehr, sehr geil aus, wenn da nicht dieser eine Designzerstörer wäre, und zwar die Notch. Die Notch ist das hier oben, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. In ganz vielen Videos wird darüber abgelästert. Die Notch ist einfach so ein schwarzer Streifen, der zwar unscheinbar wird, aber so viel Technik verbaut ist. Darin ist Face ID verbaut, kommen wir nachher noch dazu. Die Selfie-Kamera, die jetzt übrigens 7 Megapixel hat und einen Porträtmodus hat, dazu nachher noch mehr zur Kamera, auch nachher ein paar Testfotos. Aber wie gesagt, die Notch nervt mich. Es gibt zwar viele Apps, die schon angepasst sind, es gibt auch viele Apps, die noch nicht angepasst sind. Wie zum Beispiel iMovie von Apple, da habt ihr nämlich oben immer noch schwarze Ränder und es ist nichts angepasst an die zwei Aussparungen neben der Notch, was mich persönlich sehr, sehr nervt. Aber natürlich kommen immer mehr Apps dazu, zum Beispiel Instagram, Twitter, Facebook und so weiter sind alle schon angepasst. Aber was bei der Notch auch nervt, ist, wenn ihr YouTube-Videos guckt, denn ihr habt zwei schwarze Balken an der Seite, was super nervig ist. Ich finde es am iPad schon immer super nervig, dass wir oben zwei schwarze Balken haben. Am iPhone finde ich es alles cool, dass es quasi immer das ganze Display ausfüllt, aber am iPhone X müsst ihr entweder den Zoom-In-Modus einstellen, wo quasi das Video unter der Notch abgespielt wird, verliert allerdings dann eben die Ränder bzw. auch eine Seite, was bei manchen Videos, wo es detailreich wird bzw. eben man alles sehen möchte, eben schwierig. Also Apple, nächstes Jahr dann bitte ohne diesen hässlichen Streifen. Es wäre ja eigentlich auch möglich gewesen, unten so ein bisschen schwarzen Rand zu machen und oben so ein bisschen schwarzen Rand zu machen, dass die Symmetrie wieder stimmt. Aber anscheinend haben sie das komplett verpennt und dachten vielleicht, es sieht cool aus, aber ich finde es einfach nur nervig. Abschließend zum Design möchte ich eigentlich nur noch sagen, es sieht edel, futuristisch und unscheinbar aus. Wir sind jetzt weg vom iPhone 6 Design, was wie gesagt 7 und 8 noch erlebt hat. Aber beim X haben wir eine neue Ära geschaffen, die nicht nur ohne Homebutton arbeitet, eine Glasrückseite hat, die mir sehr, sehr gut gefällt, eine Kamera hat, die sich einmal gedreht hat, beziehungsweise eben jetzt hochkant hinten dran ist, und eben ein Edelstahlrand, beziehungsweise ein größeres Display, was auch ohne Notch besser aussehen würde, aber mit Notch auch sehr, sehr nice aussieht. Also, da sind wir auf jeden Fall schon mal in der Zukunft angekommen. Vom Design zu einer der größten und spektakulärsten Neuerungen am neuen iPhone X, und zwar dem 5,8 Zoll Super Retina OLED Display. Leute, das ist ein iPhone 4S 3,5 Zoll und das ein iPhone X
5,8 Zoll. Das Display haut einfach alles auseinander. Wer da die Notch nicht, dazu nachher mehr. Aber das Display ist einfach nice. Ich als Apple-Fan war immer hinter den iPhone-Displays bzw. eben auch den Rändern dahinter. Jetzt hat Apple endlich dieses lange Warten belohnt und hat ein fast randloses Display geschaffen. So ein Display wie beim Samsung Galaxy S8 wäre zwar auch cool gewesen, dass wir quasi oben ohne die Notch leben müssten, aber so sieht schon echt cool aus. Vielleicht wie gesagt nächstes Jahr ohne Notch und dann komplett durchgängig Display, dass man quasi nur noch so ein Display in der Hand hat, denn man hat echt das Gefühl. Wenn ich dieses iPhone anschaue, denke ich, ich habe einen reinen Display in der Hand und nicht irgendwie noch ein Gerät. Die Notch zerstört zwar wieder alles, aber genug gegen die Notch. Das Display gefällt mir persönlich wirklich sehr, sehr gut. Unterstützt wie jedes Jahr natürlich 3D-Touch. Apple hat dieses Jahr das Display um einiges effizienter genutzt, also eben ohne Display-Render. Und man kann eigentlich nur sagen, diesmal schön groß. Sieht echt nice aus, die Farben sind auch super. Wir haben dieses Jahr das erste Mal ein OLED-Panel mit verbaut, was auch bei Kameraaufnahmen, zum Beispiel bei meinem Kollegen Carsten von Technik Vault hier, hat man es sehr gut gesehen, dass man trotzdem noch ein flackerfreies Display hat, wenn man eine Kameraaufnahme macht. Also das ist wirklich sehr, sehr cool und wie gesagt, das neue Display ist die neueste Neuerung und auch, ich glaube, die coolste. Jetzt kommen wir aber mal noch zu einer weiteren Funktion, die sich mit dem fehlenden Home-Button etabliert hat, nämlich Face ID. Face ID ist die neue Möglichkeit, euer iPhone zu entsperren. Das heißt quasi, ihr konfiguriert euer Gesicht wie beim Iris-Scanner, bloß um einiges besser über Infrarot, also heißt auch, funktioniert auch im Dunkeln. Und ihr könnt euer Gesicht als Entsperrung fürs iPhone benutzen. Ist so ein bisschen wie bei James Bond, aber ist echt ein cooles Prinzip. Leider geht momentan nur ein Gesicht, wo ich gerade schon ein bisschen Struggle mit Oscar hatte, weil wir beide unsere Gesichter drin hatten. Beziehungsweise er hatte sein Gesicht drin und ich wollte mal so reinmachen und jetzt mussten wir das erst löschen und so weiter. Das ist eben auch die Sache, wenn irgendwie eine Freundin oder so ran möchte ans Gerät, kann die selber Code entsperren. Aber es wäre cool, wenn da noch ein zweites bzw. drittes Face wie bei Touch ID funktionieren würde. Und ich habe schon das Stichwort Touch ID genannt. Und Touch ID habe ich eigentlich nicht vermisst. Ich dachte erst, Touch ID werde ich komplett vermissen und es war nicht so. Ich habe Face ID wirklich lieben gelernt. Wie gesagt, ihr könnt halt auch im Dunkeln über diese Infrarotstangen euer Smartphone entsperren und es geht nicht viel langsamer als Touch ID. Natürlich, wenn man das iPhone aus der Hosentasche zieht und dann den Finger auflegt, ist es noch was anderes, weil es sofort erkennt. Aber sobald ihr euer iPhone wirklich vor euer Gesicht hebt, entsperrt es sofort. Und noch ein geiles Feature, was sehr, sehr viele wahrscheinlich auch feiern, sind die neuen Animojis. Ihr wisst nicht, was es ist? Dann seht es selber mal. Ja, moin, iBIMS, 1K kaufen, von iPhone X, lol. Also, ist eigentlich eine ganz geile Funktion. So viel zu Face ID, wie gesagt, cooles Prinzip und ich hoffe, dass Apple da noch ein bisschen weiterarbeitet, das Ganze ins neue MacBook bzw. auch iPad reinbringt. Aber genug mit dem Face ID und dem Sperren und jetzt geht's mal darum, für die ganzen Instagram- und Snapchatter, nämlich mit der neuen Kamera. Wir haben 12 Megapixel in der Frontkamera, eine 4K 60 FPS Funktion, was vor allem für Super Slow-Mos in 4K echt, echt geil ist. Und wir haben auch wieder einen Porträtmodus, der noch geiler gearbeitet ist wie beim iPhone 8 Plus. Das war ja schon mein kleiner Favorite, so diesen iPhone 8 Plus Porträtmodus, aber im iPhone X der Porträtmodus ist nochmal um einiges nicer. Aber ich würde mal sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und deshalb seht euch mal ein paar Bilder an, die ich mit dem iPhone X geschossen habe. Auch für die ganzen YouTuber ist was dabei, denn ihr könnt jetzt 4K 60 FPS, wie gesagt, aufnehmen. Das Ganze ist wieder in einer relativ hohen Qualität, also macht quasi eure Digicams und einstellt die DSLRs komplett runter, denn 4K ist ja jetzt so ein bisschen etablierter. Und vor allem auch in Smartphones jetzt eigentlich überall dabei. Beim iPhone X ist es wie gesagt auch mal 4K dabei. Die DeepTrue-Kamera, die ganz einfach die Selfie-Kamera vom iPhone X ist, die in der nervigen Notch versteckt ist, kann jetzt auch einen Porträtmodus, beziehungsweise ihr könnt jetzt auch Selfies im Porträtmodus aufnehmen, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, denn Porträtmodus beim iPhone ist wirklich ein sehr, sehr geiles Feature. Wie gesagt, ich habe das bei allen iPhones, bei denen es jetzt verfügbar war, sehr, sehr gemocht. Ben hat auch schon mal ein paar coole Fotos von mir damit geschossen. Könnt ihr mal auf Instagram abchecken. Und ich habe von Ben auch mal ein cooles gemacht. Könnt ihr auch alles in der Videobeschreibung abchecken. Checkt allgemein da mal alles ab. Aber wieder zurück zur DeepTrue-Kamera. Denn die kann jetzt, wie gesagt, 1080p HD-Aufnahmen machen. Wir haben jetzt einen Porträtmodus. Und Selfies im Porträtmodus sind halt einfach nice. So viel zur Kamera. Ich kann euch hier mal noch ein paar Videoaufnahmen
einblenden, die ich mit dem iPhone X aufgenommen habe. Die Kamera ist, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles neues Feature, das sich auch dieses Mal so ein bisschen gedreht hat. Was heißt gedreht? Die Kamera ist jetzt hochkant und nicht mehr seitwärts. Das heißt, ihr könnt quasi die iPhone 7 Plus Höhe nicht mehr nehmen, beziehungsweise ihr konntet sie sowieso nicht mehr nehmen, weil das Gerät ja komplett neue Abmessungen hat. Heißt, dass hier auch eine neue Ära geschaffen wurde. Vor allem, wie gesagt, mit meinem Favorite, dem Porträtmodus in der FaceTime-Kamera. Um mit den ganzen Datenmengen bzw. Videos gut umzugehen, hat Apple eine neue Technologie entwickelt, nämlich den Apple Bionic 11. Das Ganze ist ein Prozessor, der eure Videos auf H.264 runterkodiert. Das heißt, ihr könnt quasi in einer kleineren Speichergröße eure Videos auf dem iPhone speichern, dann per AirDrop etc. auf euer MacBook übertragen und dort sogar mit High Sierra auf jedem Mac, der das geupdatet hat, schon direkt abspielen. Final Cut unterstützt es, glaube ich, auch. Premiere hat schon ein bisschen länger unterstützt, aber eigentlich coole Sache. Und cool bleiben müsst ihr auch beim Preis, denn 1150 Euro für ein Smartphone mit 64 GB und 1300 Euro für 64 GB ist schon eine Menge Asche. Das iPhone hat zwar eine Leistung wie das MacBook Pro, also die loweste Konfiguration, was schon mal krass ist, aber es kann einfach kein Computer ersetzen, denn wir haben auf dem Computer ganz andere Programme etc. Aber wie gesagt, knapp 1300 Euro für ein Smartphone, da überlegt man sich dann schon, wenn wir jetzt wirklich schon in der Zukunft angekommen sind, ob wir in der Zukunft dann auch knapp 1000 Euro für unsere Smartphones bezahlen werden. Man weiß es nicht, aber jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit, denn ich muss sagen, geiles Teil. Wir haben hier, wie gesagt, ein neues Smartphone, kein iPhone 6 Design mehr. Wir haben ein echt cooles 5,8 Zoll Display, eine super Kamera, die ja bei allen Smartphones jetzt besser wird, aber ich würde immer noch sagen, wie jetzt bei jedem neuen iPhone, ist es iPhone X der Spitzenreiter mit der besten Kamera, und wir haben eben Face ID, was eben diese geilen Animojis ermöglicht und eben eine neue Funktion, euer Smartphone zu entsperren. Was haltet ihr vom iPhone X, beziehungsweise habt ihr es und wie seid ihr zufrieden damit? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil wahrscheinlich euch nicht nur mein Feedback zum neuen iPhone interessiert. Habe ich jetzt mal noch jemanden hergeholt, der das iPhone jetzt schon so ein paar Tage testen konnte, und zwar den echten Ben, aka Ben. Also Ben, leg mal los. Wie findest du das neue iPhone? Hallo und herzlich willkommen, ich bin natürlich der Ben. Und ich hatte dieses iPhone X, dieses wunderschöne iPhone X, jetzt für, ich glaube, 5 Tage oder sowas. Dann habe ich es Oscar gegeben, damit er das auch mal testen kann. Und ich fand es richtig geil. Was ich mega praktisch fand, erstens, dass es keinen Fingerabdrucksensor mehr gibt, weil ich es einfach richtig schön fand, dass man einfach nirgendwo mehr draufdrücken muss oder sowas, dass es halt angeht und es einfach dein Gesicht scannt, und es hat eigentlich wirklich immer funktioniert, wann ich wollte, dass es funktioniert. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass wenn man eine Nachricht oder sowas bekommt, dann steht da Mitteilung von WhatsApp oder sowas, und sobald man auf sein Handy drauf schaut, steht dann dort, ja, von wem und was dort geschrieben wurde. Finde ich alles ziemlich cool. Also mein Fazit ist wirklich, ich würde es mir nicht kaufen, weil es viel zu viel Geld ist, aber es ist schon ein echt super schönes Gerät, auch weil das Display einfach riesengroß ist. Es ist für mich die perfekte Größe, diese iPhone 6S Größe, also, oder die iPhone 10 Größe heben, ist für mich einfach die perfekte Größe, und das Display ist halt einfach riesig und voll geil. Ja, danke. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs neue Zusehen. Ganz kurz noch, wenn ihr etablierten Zubehör bzw. eben coole Zubehörprodukte, Cases, Kabel etc. fürs iPhone X sucht, dann checkt am besten mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da könnt ihr mich bei Easy Egg vorbeischauen. Die haben ein paar echt coole Produkte auf Lager, die wir jetzt auch gleich noch für die Tech-Kits auspacken werden. Also checkt auch die Tech-Kits ab. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs neue Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne einen Like und ein Abo da. Geht auch mal gerne in die Kommentare. Kommentiert eure Meinung zu diesem Video, was ich besser machen könnte und was euch gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. This is a Chucky Beat Production.